Moin, herzlich willkommen zur ersten Folge vom wöchentlichen Bienenupdate. Es soll so ähnlich sein wie der Vlog, bloß ganz, ganz kurz. Sprich, ich berichte, was mir die Woche über passiert ist. Das habe ich mir alles aufgeschrieben, dass ich auch ja nichts vergesse. Ich blende dann immer Szenen aus dem Vlog zwischendurch ein. Aber dieses endlos lange Gelaber und endlos lange Aufnahmen wird es hier nicht geben. Also für alle die, die einfach nur kurz wissen wollen, was passiert ist, sich aber nicht, naja, mit der Tiefe beschäftigen wollen. Wir fangen gleich an, sonst schaffen wir das in 5 Minuten nicht. Montag, 2. Mai. Ich war zuerst in Hechthausen und da habe ich festgestellt, dass ein neuer Honigraum benötigt wird. Den Drohnenrahmen habe ich da noch nicht ausgeschnitten, aber es gibt ein Problem mit Ameisen. Ich habe es erstmal versucht, mit Chromkorken zu lösen, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Nächstes Mal habe ich auf jeden Fall Muschelkalk dabei, das hilft. Dann bin ich weitergefahren nach Osten in die Obstplantage. Da war soweit alles in Ordnung. Die Obstplantage war gut am Blühen. In vielen Völkern ist auch schon richtiger Obstblütenduft. Aber ein Volk hat leider die Königin verloren. Da war ich wohl ein bisschen übereifrig und habe irgendwo die Königin wohl gequetscht. Tja, auf jeden Fall haben wir dann alle bis auf eine Zelle gebrochen, so dass sie sich eine neue Königin nachziehen können. Das sollte dann nächste Woche, also Ende dieser Woche sollte sie dann schlüpfen. Nächste Woche sollte sie, ja, fertig sein. Dienstag habe ich leider die Kamera vergessen. Ich habe Futterzargen ausgewaschen, die noch von unserer Fütterung Ende Februar, Anfang März hier rumstanden. Und ich habe das Auto gepackt. Mittwoch ist gar nichts passiert, da habe ich nur telefoniert. Und zwar hatte ich eine Anzeige veröffentlicht, dass ich neue Stellplätze suche. Hier in der Umgebung von Hemmoor, damit das dort hinter mir mein Zuchtstand werden kann, also so richtig, und ich außenrum ganz viele gute Drohnenvölker platzieren kann. Ja, aber bis auf einen Stand oder 2 Stände hier in der Umgebung hatte ich da noch nichts. Und dann gab es aber einen Anruf, dass 10 Kilometer weiter jemand einen Platz für mich hätte. Das ist natürlich ein bisschen weit weg für das, was ich vorhatte, aber die würden den Honig auch abkaufen und weiterverkaufen. Und man könnte dort, weil es ein Ferienpark ist, die Besucher mit etwas Bienenfreude anstecken. Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Nächste Woche fahre ich dahin und schaue mir das an. Dann war ich Donnerstag am 5. Mai in Otterndorf am Raps. Und es ist einfach wundervoll, wie es dort aussieht, wenn der ganze Raps blüht. Dort habe ich dann zum ersten Mal in diesem Jahr auch die Drohnenrahmen ausgeschnitten. Das sind ja Völker, die von der Genetik nicht so super sind, die ich bewusst so weit weggestellt habe, weil sie halt einfach meinem Standard nicht so ganz genügen. Ja, da habe ich die Drohnenrahmen ausgeschnitten und ich habe die ganzen Deutsch-Normalmaßwaben, die noch in den Völkern waren, eingesammelt und in den Sammelbrutableger getan. Der steht da irgendwo. Sammelbrutableger ist nämlich ein gutes Stichwort. Am Freitag, 6. Mai, habe ich dann die erste Zuchtserie gestartet. Es hat aber nicht so gut geklappt. Die Annahmerate lag bei 0%. Tja, ist wie es ist. Samstag habe ich einen zweiten Versuch gestartet. Gleich gucke ich mal nach, ob es auch wirklich geklappt hat. Dann habe ich noch die Völker dort kontrolliert. Aber Annabella, mein eigentliches Zuchtvolk, das gegen die Varroa-Milbe echt gut klarkommt. Das hat eine ziemlich starke Schwarmlust. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gute Alternative zur Varroa-Milbe ist. Ständiges Abschwärmen oder ständiges Weiselzellenbrechen. Ich überlege mir das nochmal. Erstmal habe ich jetzt von dem Volk Nummer 19 Zellen nachgezogen oder umgelarvt und lass nachziehen. Auf jeden Fall sind die beiden Schaukästen jetzt bestückt, wie ganz normale Ableger, also Brutwabe entnommen. Und ich warte jetzt, dass ich die in eine Königin nachziehen. Ist auch noch geschlossen, weil die hier begattet werden sollen. Und ich lasse die jetzt bis heute Abend stehen, mache heute Abend das Flugloch auf, dass morgen früh
die Bienen anfangen können zu fliegen und dann ist eigentlich kein bis kaum Verflug noch da. Und dann habe ich noch Wachs geschmolzen. Ich habe ja eine Alukiste, in der man die Riemchen einhängen kann, Tapetenabdampfer ran und dann habe ich Wachs geschmolzen. Die eine Hälfte waren noch Reste aus dem Winter, die irgendwie liegen geblieben worden sind und das andere war natürlich sauberes Wachs. Und das andere war sauberes Wachs vom Ausschneiden der Drohnenriemchen. Ja, das ist diese Woche über bei mir passiert. 2. Mai bis 7. Mai. Heute geht es noch weiter, aber da der Vlog an dieser Stelle aufhört, hört auch das Wochenupdate an dieser Stelle auf. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du kannst ja mal kurz in die Kommentare schreiben, was dir lieber gefällt, Vlog oder das hier. Und was du dir sonst noch so wünschen würdest. Und ansonsten sehen wir uns entweder Mittwoch beim Vlog wieder oder halt Sonntag für das nächste Wochenupdate. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen.